Ja, hi, herzlich willkommen hier bei Green Hell. Wir haben heute Besuch und zwar steht da drüben ein Eingeborener. Der steht da jetzt halt eben rum und soweit ich das beurteilen kann, ist in der Situation ein Speichern nicht möglich. Ich weiß jetzt nicht, was der macht, wenn ich jetzt so ein bisschen dichter gehe. Der steht da. Naja, das ist wie erwartet, das ist dieses Geräusch. Immer noch. Jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Ah, jetzt ist er gestorben. Okay, ja. Pfeile, ups. Pfeile sind nicht mehr da. Jetzt können wir wieder den Speer in der Hand nehmen. Ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar habe ich ja gar keine andere Möglichkeit, als wie den zu töten. Ne? Ich kann hier jetzt nicht mit ihm telefonieren und sagen, ja, alles gut. Mein Gott. Bin hier gestrandet. Ja, eigentlich nicht. Der ist ja, das sage mal. Er ist ja Wissenschaftler und ist ja mit der Mia da. Die wollten ja den Einwohnern hier helfen. Aber der sah ja nicht so aus, als wie wenn er freundlich wäre. So, wir machen ein Schläfchen und gucken mal, wie der morgige Tag aussieht. Ich hatte zwischendurch jetzt da die Stelle fertig gebaut. Oh, die Gesundheit. Ui, ui, ui. Schnell irgendwie was nehmen. Irgendwo. Ei, 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 ei. Trinkt man noch mal Wasser. Aha, wird's besser. Wasser ist immer gut, hä? Nee. Den Pilz noch weg. So. Zerstören, das ist kaputt gegangen. Das Ding kommt halt wieder hin. So. Soll ja Wasser rein, ne? Ja, jetzt müssen wir uns natürlich einen Fisch holen. Und ihr weiß jetzt natürlich auch nicht, was da mit der Leiche wird. Die bleibt da jetzt eine gewisse Zeit liegen. Ich glaube, nach dem nächsten Mal laden ist die wieder weg. Ja, wir müssen gut was essen jetzt.
etwas gelitten. Gut, Feuer ist wieder in Ordnung. Ja, den Fisch verspeisen wir. Und dann wird die Sache wieder besser aussehen. Aber wie schon gesagt, der Typ, der hat mir jetzt meine letzten drei Pfeile genommen. Pfeile bauen an sich ist kein Problem, nur ich brauche Federn. Ja, jetzt wird es schon langsam wieder besser. Die nur wegmachen. Genau. Parasiten hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, seitdem wir Regenwasser trinken. Wir haben diese eine Feder. Diese Vogelnester, die sind zum Anzünden da. Tja, dann haben wir uns hier eine Obsidianklinge gebaut. So, können wir jetzt wieder. Naja, jetzt sind wir schon relativ fit. Das geht jetzt schon. Wir gucken mal wieder da drüben lang. Da waren wir jetzt schon länger nicht. Da ist eine Kokosnuss. Da kommen wir nicht durch. Harz. Gucken, ob man halt vielleicht noch für was anderes gebrauchen kann, weil diese Fackel da, die habe ich zerstört, weil ich den Platz brauchte. Essen wir gleich, wegen dem Fett, den wir brauchen. Was liegt da? Ein Ei. Hm, war nicht schlecht. Was ist das da? Harz. Nehmen wir mit. Na gut, Vogelnest können wir jetzt nicht gebrauchen. Sonne. Wunderbar. So. Ich wollte mal was gucken. Wo ist denn eigentlich dieses Walkie-Talkie reingesteckt? Da. Kann man nichts mitmachen. Egel.
Fische, kann man die auch aktivieren. Nee. Jetzt schwimmen wir mal. Tauchen können wir. Juti. Kochen wir uns mal Brei. Und eine Schnecke dazu. Ja, hat auch Fett und Proteine. Wunderschön. Und plus Gesundheit des Geistes. Da ist wieder so ein Fisch. Er kommt schon her. Sollten uns auch mal eine Angel bauen. Da weiß ich aber noch gar nicht, wie die funktioniert. Was sind das nochmal für Pilze? Aha, ein kleiner Snack. Funkgerät ist links unten zu sehen, aber man kann es jetzt nicht benutzen. Schlafen. Irgendwas Neues? Vergiftete Wunden? Reinige deinen Körper mit Wasser. Ja, schon wieder. Solche Geräusche von denen. Das kann noch ein böses Ende nehmen. Oder Pech haben. Kriegt die Banane da nicht runter? Gesundheit und so weiter. Sieht alles wieder ganz nett aus. Weil nach dem Schlangenbiss war es mal eine gewisse Zeit ein bisschen schlecht.
Gut, ich sehe jetzt hier nichts. Ja, soweit, so gut. Das wollte ich euch mal zeigen, wie so ein Eingeborener aussieht. Der kommt halt, der steht da oben rum und gaff. Viel passieren tut nicht. Naja, gut. Ich bedanke mich mal wieder für euer Interesse, euer Zuschauen. Und sehen wir mal, was die Zukunft bringt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.